dass YouTube ist, was Gaming angeht, eigentlich mehr oder weniger ziemlich tot. Nee, ich wollte eigentlich die haben. Ja, genau. Aber du kannst auch Sunny gerne abfragen, was meine alten YouTube-Let's Plays angeht. Übrigens auch teilweise echt Perlen dabei. Ich kann das nur empfehlen. Falls ihr Sehnsucht nach mir habt. Was ja selten der Fall ist. Dann werft gerne einen Blick da rein. Witcher ist zum Beispiel da. Da habe ich. Witcher war mein erstes wirkliches LP ohne Stream und das habe ich dann noch mit richtig miesem Equipment aufgenommen. Also noch mit Headset-Mikro und so. Da könnt ihr mal sehen, wie sich das Equipment im Laufe der Zeit geändert hat hier. Und, Deadfall Adventures ist auch ziemlich lustig. Also finde ich. Will mich ja nicht eigen loben, aber ich kann auch sehr gut über meine eigenen Witze lachen. Nee, nicht YouTube. Ist ja auch nur, ist ja nur eine Empfehlung. Hat aber mal alle gespielt, ist 4 Wochen her. Was gespielt? Oh. Weit gekommen. So, da haben wir wieder unsere Scheißkarre hier. Mag mal jemand so ein Face-War von alten Stiggy ohne Bart zu jetzt machen? Oh, der Baron, scheiße. Also gut, alle aus der zweiten Reserve. Da war der Bart ja noch nicht da. Mit dem Alter kommt immer was dazu, ja. Es knackt immer überall mehr, aber es kommt auch immer mehr Technik dazu. Wollte der Baron nicht was sagen? Müssen wir eben kurz die Karte checken. Hm. Wir müssen jetzt einfach nur hier weiterfahren, ne? Es kommt doch was ab, Haare zum Beispiel. Die Haare hatte ich... Die waren schon lange ab. Die habe ich, glaube ich, schon mit Mitte 20 abgehabt. Weil ich hatte früher... Wow! Ich hatte früher über Schulter lange Haare, weil Metal und so, ne? Aber die wurden dann halt auch immer dünner. Doch, doch. Ich hatte Haare, die gingen echt bis über die Schultern. Damals im Krieg. Und als Metaller gab es dann halt nur 2 Alternativen. Entweder lange Haare oder ganz ab. Du willst Fotos, ja, vielleicht kann ich die sogar mal rauskramen. Aktion, wir sind hier. Ja, genau. Beim Kesselwagen. Wo denn beim Kesselwagen? Aktion. Ach, da hinten. Wir warten auf dich. Ja, Moment, ich muss erstmal einparken hier. Das will ich auch sehen. Ausrufezeichen Homepage ist es. Da kriegt ihr den Link. Ansonsten stigmata-gaming.tv. Wo seid ihr denn jetzt? Artyom. Ja. Wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja. Okay. Der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten, um durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen den Untergrund, ne? Wir gehen mit dir. Da müssen wir nur mal... Ich bin vor dir. Jetzt hören wir mal ob hier. Ich habe keinen... Scheiße, ich habe was vergessen. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Ja, okay, alles klar. Ich habe aber was vergessen, und zwar den Schalldämpfer auf der Kalasch. Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Kann ich keine Werkbank im... Ein Gitter also? Achso, warte mal. Dann lasst uns loslegen. Vielleicht kann ich das hier noch montieren.
Nee, kann ich natürlich nicht. Oder? In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Doch, kann ich. Schlüpfe. Na los, die Scheiße ist echt schwer. Ja, ich muss aber erstmal hier dieses ekelhafte Viehzeug wieder wegmachen. Großartig. Wir treffen uns da oben. Alles klar, ich mach das hier schon. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir hier stehen den ganzen Tag. Sinnlos. Besser jagen gehen, dummen finden, zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Okay. Ich sehe gerade auch nichts, ne? Ich hangel mich hier nur ein bisschen anhand der Silhouetten entlang. Foto ist im Discord bei Selfies von Stiggy. Ach, hast du reinkopiert? Wer noch nicht drauf ist, Discord-Link. Auch bitteschön. Jeder ist willkommen. Claro! Okay, ihn müssen wir ausschalten. Er kommt, glaube ich, auch gerade wieder zurück. Okay, kurz warten. So, wenn er sich wieder umdreht, schleichen wir hinter ihm her und knocken ihn aus. Hey, welcher Scheiter da? Ich jetzt nachsehen. Kacke. Hier niemand. Niemand da. Niemand irgendwo. Snipping Tool, ja. Ja, aber dafür kommt ein anderes. Ich vergesse nur immer den Namen. Fuck! Das lief ja wieder mal super. Okay, wir sollten keine Einheimischen töten. Das lief wieder großartig. Ich mag nichts Neues. Ja, naja. Bin ein Gewohnheitstier. Ich eigentlich auch. Ein Loot. Moment, ein Loot. Tutu-Tool? Was ist ein Tutu-Tool? Sei doch einfach still, dann tue ich dir auch nix. Gala! Einen wunderschönen guten Abend. Raidet uns mit 6 Leuten. Einfach die Klappe, der Gala raidet. Guten Abend, meine Lieben. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Gala jetzt schon fertig? Rocket League? Ein Gala. Das kam von Sunny. Gala. Von mir. So, ich hab schon verkackt hier eigentlich. Oh oh. Wo ist denn da der Hund? Geht nachher weiter, aber erstmal was essen. Ah, Streampause. Und wie geht's euch allen? Alles gut, sein Junior sollen dich fragen. Da muss ich erstmal wieder wachsen lassen. Das hatte ich doch erst vor kurzem. Habe ich mir den doch kürzen lassen. Wie war der Gala denn bei Rocket League? Kann der das noch? Der wird ja auch nicht jünger, der Mann. Nicht für seinen Junior, für ihn selbst. Ach so, ich soll Galas persönlicher Weihnachtsmann werden. Da bin ich aber jetzt ein bisschen enttäuscht, dass Gala mich nicht persönlich fragt. Schlecht wie immer. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ich glaube, wir brauchen gar nicht schleichen hier, ne? Aber wir können dann noch looten. Warte mal.
Kommst doch Milch und Kekse. Trau dir da nicht so ganz, Gala. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das Codewort Milch und Kekse bei dir bedeutet. Das ist, Kann man dem Gala da trauen, Leute? Meint ihr? Ich eventuell meinen Song? Ja. Ich habe letztens noch dran gedacht, im Auto wieder. Ich komme nicht zurück. Das merkwürdig. Ich schwöre bei heiliger Frechheit, wegkommt, wo ich wache. Läuft echt super, ne? Läuft echt super mit dem Rumschleichen. Töte keinen Eingeborenen, hat sie gesagt. Haben wir nicht, oder? Öhrchen, was? Öhrchen? Wir haben Öhrchen knabbern. Ja, da will auf deinen Schoß und dir im Öhrchen knabbern. Ja gut. So, dafür haben wir jetzt sehr viel Loot hier. Kacke, ach naja. Schleichen, ich und Metro, ihr wisst es inzwischen. Ist jetzt auch kein Wunder mehr, oder? Naja. Du wirst auch nicht sterben. Wenn du mich nicht angreifst, werde ich dich auch nicht killen. Ja, ich lass dich leben. Herr Gott. Die hausen, ey. Ekelhaft. Sehr ekelhaft. Gib mir keine Mühe bei den Fotos, mach du die. Ach, du willst auch ein Foto, wie Gala auf meinem Schoß sitzt. Das ist ein Foto von uns beiden. Aber nur mit Klamotten. Ach so. Naja, das ist, ich würde sagen, das ist verhandelbar, oder? Wenn der Gala das schon direkt wieder von Anfang an dicht macht, was willst du da? Was willst du da machen? Ja. Verkleidet bitte, so viel Engagement wollen wir schon sehen. Dann kriegt der Gala so ein sexy Elfenkostüm an. Gibt's hier noch irgendwas zu looten? Muss es doch noch irgendwas geben. Auch nicht die Spinde, rein gar nichts. Oder sind das gar keine Einheimischen hier? Ich hätte gern so ein bisschen Tooltip, wäre nicht schlecht. Ich lese das halt immer nur so ein bisschen an den Dialogfetzen, die da unten stehen, an den Subtitles, aber ob das jetzt dann von diesen Soldaten, sag ich mal, kommt oder von den Einheimischen, die jetzt hier gerade so rumjammern, das weiß ich natürlich nicht. Moon haben wir überhaupt noch. Ich lese da nur Rollenspiele. Erst wenn ich wieder lese, ist Rollenspiel. Jetzt geht's aber ab. Aber bitte auch in Elfengröße. Ach nee, dann hast du ja einen Quetschgala. Das ist ja auch doof. Quetschgala, will doch keiner sehen. Eigentlich eher dann so sexy Elfen-High Heels in Größe 46. Das ist doch das, was die Gesellschaft braucht. Gerade jetzt hier bei den ganzen Gender-Debatten und so. So schöne Pleaser in Größe 46. 18 cm hoch. Die Mondfotos waren wirklich der Knaller. Was für Mondfotos? Doch nicht die Mondfotos. Das ist doch nicht der Mond. Kamil, Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Gyul ist weg. Warten auf unser Signal. Ende. Verstanden. Miller, Ende und aus. Gyul ist weg und das hier sieht mir echt aus wie eine Festung, ne? Was ist denn hier los? Hätten die sich keinen Schalldämpfer? AFK Lurk, bin am Essen. Alles klar, Gala, guten Hunger. Alles in Ordnung? Ach, klasse. Ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Ah, sehr gut. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen.
Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Takt gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Was war Plan B jetzt nochmal genau? Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir da hin? Kabel, Tor, Turm, Kabel. Ach, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Boah. Kabel, Tor, Turm. Was denn für ein Kabel? Mir so langsam vor. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Na ja, doch, warum denn Respekt nicht? Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Ah. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Aber jetzt ich zeigt er ein völlig nicht, anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Hatten wir das nicht gerade schon? Ich nehme an, wir müssen jetzt in die Festung. Als Hani und ich am Rhein lang gegangen sind zur Party, war der Mond voll schön. Und da mein Handy ja aus war, sollte sie Fotos von machen. Ach so, und die waren dann nicht so pralle oder was? Mond zu fotografieren mit dem Handy ist extrem schwer. Und ist auch schon mit einer Kamera extrem schwer. Weiß übrigens immer noch nicht, was... Ach, das Kabel. Ach, das fette Dingens hier. Na gut. Skill over, übersehen. Over 9000. Jetzt mal durch hier. Ne, Mond fotografieren ist echt... Naja gut, wir sollen hochkommen. Ich nehme an, er meint uns mit Anführer. Dann machen wir das mal. Mit meinem Handy wäre es bestimmt gegangen. Sunny war am Zittern. Was? Wieso am Zittern? War ihr kalt? Oder hast du sie so nervös gemacht? So, wir sollen zum Tor kommen. Mach das! Öffnet das Tor und lasst unseren Gast herein! Ich bin schon hier oben auf dem Turm. Oh. Ich habe einen Plan. Nicht schlecht. What the fuck? Etwas? Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Ach, schade. Was sei denn, du möchtest das? Ach so, na dann. Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, werde ich... Was hast du gesagt? Ja, ich werde tun, was ich kann. Wenn ich doch ein verdammtes Wort über dieses Miststück Kiel höre! Komm her! Verdammt, es sind zu viele, um sie zu zählen. Mach einen Bogen um die Stinke und dann weiter. Sklaven, sogar ein paar Frauen. Der Boss hasst ja, Gestank. Sieh zu, dass du gleich nicht aufstehst. Was? Was schaffst du mit geschlossenen Augen? Ich weiß das. Was? Wieder alle durcheinander. Hör dich auf, mich zu nerven. Wir sind echt viele. Sieh dir nur die verdammte Schönheit an, die Wind für den Boss baut. Das ist kein gewöhnlicher Wagen, würde ich sagen. Was wäre... Oh. Wir dürfen ihn natürlich nur angucken. Bist du blind oder was? Reparier die Scheiße. Nice. Miststück. Was? Was quatschen die? Verdammt nochmal. Spreng dich mal an. Warum zum Teufel haben wir dich gestern gefüttert? Verdammte Scheiße. Mach den Scheiße kalt, bevor ihr uns alle ins Die Hunde, der ist echt wegen seiner Dummheit gefeuert worden. Oh, oh. Lachwitz. Das war schon der dritte in dieser Woche. Oh weia. Da werden die Primitiven festgehalten. Willst du dich zu ihm gesellen? Das nee, ich hab einen. Ich lehren, wie man dient. Mir leid tut, Meister. Bitte nicht lehren. Nicht töten, Meister Mercer. Bitte nicht töten. Meister, aber trotzdem Meister. Wenn Meister stirbt, dann mich als nächstes töten. Langweiliger geht's wohl kaum. Nee, den töte ich nicht. Ist da noch was drin? Nicht erinnern, was war. Danke, Mörser. Bitte. Ich denke an Mörser mein ganzes Leben. Ja, mach das. Aber du kannst jetzt auch ruhig aufhören zu quatschen. Hilfe, der redet mir zu viel. Was haben wir hier? Geh einfach die Treppe hoch. Alles klar.
an der Wohnung der Anführer und am Harem vorbei. Oh, Harem. Dann kommst du zur Tür vom Boss. Na gut, die hier nicht, ne? Oder? Warte mal, wir sind zwei Treppen. Wer ist da? Was? Wo geht die denn lang? Ach, die geht dann nur runter. Na gut. Na los! Was dauert da so lange? Was ist da los? Komm endlich her! Wischt sich. Ich werde dich quälen. Oh, das war eine Einladung. Das war eine Einladung. Die leben hier nicht schlecht, oder? Also arschig, aber nicht schlecht. Das Wasser ist für Menschen. Für den Meister. Bitte was? Option, was ist los? Wie dumm. Kacke. Tötet sie. Scheiße, ich lade nochmal. Das machen wir nicht. Das lade ich nochmal. Ich dachte, so einen harmlosen Schlag ins Gesicht, dachte ich, nehmen die locker. Upsi. Du bist ein Noob. Verdammt. Ich wollte doch der Dame helfen. Ich kann doch nicht zugucken, wie der Typ eine Frau vordrischt da. Aber... Auf dem Turm. Ich habe einen Plan. Och, scheiße. Sorry, Leute, aber... Wegen so einem dummen Fehler, nee. Nee, da laden wir nochmal. Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das. Der gute Wille war da. Dieser Zeuge. Nicht, aber... Es gibt keine andere Möglichkeit. Was hast du gesagt? Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, wenn ich so gut wie tot. Über dieses Mist zu Kiel hören. Komm her! Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Ich werde tun, was ich kann. Relixi, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Wenn du wieder so zuschlägst wie beim letzten Mal, muss ich jetzt schon schmunzeln. Ach, die Sunny. Okay, ich dachte, du meinst mich. So, ihn locken wir aber aus. Sei still! Ich werde dich lehren, wie man dient! Weil das kriegt keiner mit. Bitte nicht lehren! Nicht töten, Meister Mörser. Bitte nicht töten. Warum sollte ich dich denn töten? Aber trotzdem Meister. Wenn Meister stirbt... Relixi, wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Es wird demütigend. Was für ihn? Ach so. Sunny, aber du hast bis Februar hast du ja genug Zeit zu trainieren. Hm? Das Wasser ist für Menschen. Ah, du Dreckskerl! Für den Meister! Verstehst du? Hey, du! Beweg deinen Arsch hierher! Ja, Uli Mörser. Ich würde so gerne ihm eins in die Fresse schlagen. Sofort! Bin ich froh, dass ich es sehen kann. Mein liebstes Spiel. Echt? Auch Metro-Fan? Ich hatte noch gehofft, der geht hier vielleicht irgendwie um die Ecke, dass ich ihm eine verplätten kann. Oh ne, er bringt sie raus. Aber sie lebt noch. Hast du das gesehen, diese verdammte Nutte? Bitte was? Tja, die muss man erziehen, sonst läuft alles aus dem Ruder. Boah. Am größtensten. Ah, okay, alles klar. Könntest du einfach mal gehen? Ja. So ist es richtig. Teil 1 und 2 haben wir auch schon gespielt. Ist vielleicht noch als VOD hier auf dem Twitch-Channel verfügbar. Ansonsten lade ich es auch auf meinen YouTube-Channel hoch. Falls sich das auch noch interessiert. Oh. Apropos YouTube. Ich weiß nicht, ob ich da wieder Ärger für kriege.
Gott, ey, voll erniedrigend. Hübscher Junge, wo kommst du denn her? Kann ich mit dir reden? Nein. Komm zu mir, wenn du mit dem Baron gesprochen hast. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ah, ja, da scheint es ja nicht so schlecht zu gehen. Muss ihn noch auf den Discord einladen. Sehr gut, Blue Pet. Also, wer möchte, kann gerne auf den Discord auch noch drauf hüpfen. Wo die ganze verrückte Bande versammelt ist, die wir hier so angesammelt haben. Und vor allem auch, die mich heute überredet hat, nach einem mehr oder weniger furchtbaren Heimweg dann doch noch zu streamen. Und ich bin glücklich darüber. Okay. So, wir sind da. Du bist derjenige, der zum Boss will? Und trink was. Dann komm rein. Ja. Vergeude die Zeit vom Boss nicht. Es gibt den Hydrated-Bot nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Hast du einen anderen Empfang erwartet? Leg deine Waffe weg. Hier können wir ohne Masken reden. Ich vertraue allen Anwesenden. Kommt es dir komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern? Tja, weißt du, Physics. Diese Welt ist rau und chaotisch. Hast du alle Geheimnisse in diesem Chapter gefunden? Ich glaube nicht. Bin jetzt aber auch nicht so der Trophy-Hunter. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn oder ohne Ordnung du Orte, gibt dann es ja keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Alle werden lange und glücklich leben. Er ist sehr professionell, aber so professionell dann auch. Giul ist selbst gekommen. Jetzt wirst du für alles bluten. Ah, vielen Dank. Ich wollte schon sagen, Giul kriegt er auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, aber alle Geheimnisse werden wir dann wahrscheinlich nicht gefunden haben. Schrei doch nicht so. Alter Schwede. Kann ich mich das mal angucken? Meinst du, ich wäre dumm? Na, bestimmt nicht. Ihr wolltet keinen Deal. Jetzt werdet ihr alle sterben. Du zuerst, Giul. Tötet sie. Artyom, mach dich bereit. Ja? Wir müssen diese Hunde töten. Leute, was ist denn da unten? Verdammter Schweinehund! Das ist für dich, dreckiger Wurm! Artyom, was ist los? So. Junge, du bist schwach und du schätzt die Schwachen. Aber so funktioniert die Welt nicht. In ihr gewinnen die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben, der uns zusammenhält. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Aber du, Giul, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Regierung, die Anziehungskraft des Verbotenen. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Ach, warum spricht er nicht mehr? Weil es ein Arsch ist. Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Kannst du bitte warten, bis ich gelootet habe? Ich werde Munition brauchen. Und öffne die Tür für dich. Ja, das schaffe ich auch alleine. Warte. Ja, ich loote dann halt hier. Mach doch. Ist mir recht. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja.
Frauen haben keine Zeit. Ja, ne? Kacke. Panikschuss. Oh nein! Boah! Drecksack. Bloop hat Cooldown und Bloop hat das AFK. Sehr gut. Oh. Na, Kaisoku Musso. Wie ist Bims da? Ich hab dich eben schon im Chat gesehen. Was dem Lurk? Wie geht's dir?